Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder zurück hier auf Optionsstrategien TV. Und im ersten Teil von diesem Video haben wir darüber gesprochen, warum Short Calls gefährlicher sind als Short Puts. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wie kann ich das aber vermeiden? Worauf muss ich achten? Und darüber sprechen wir im jetzigen Video. Okay, wir haben also die Frage geklärt, oder wir haben geklärt, dass Puts wesentlich risikoärmer sind als Short Calls. Warum? Weil wir die Puts einfach im Nachgang noch adjustieren können. Das heißt, selbst wenn uns mal ein Trade so richtig dagegen haut, finden wir eigentlich immer noch Möglichkeiten, da was rauszuholen, den Verlust nicht zu egalisieren, aber zumindest kleiner zu machen. Und das ist immer ein ganz, ganz großer Pluspunkt für einen Optionsverkäufer, wenn er in der Lage ist, aufgelaufene Verluste zu verringern. Das ist eben bei einem Short Call, der übernommen wird, relativ schwierig. Und jetzt gibt es ein paar Punkte, wo wir einfach darauf achten sollten, wann verkaufen wir Short Calls. Es gibt die eine Fraktion an Händlern, die sagt, ich verkaufe prinzipiell nie Short Calls. Das ist gar keine dumme Einstellung, denn dann schließt man von vornherein solche Dinge, wie wir es hier besprochen haben mit Keuring, schließt man eben komplett aus. Es gibt aber natürlich auch Situationen wie beispielsweise 2007, 2008, die Finanzkrise, wo man natürlich mit dem Verkauf von Calls eine ganze Menge Geld verdient hat, weil Puts haben sich ja dann in der Situation nicht unbedingt angeboten. Wenn der Markt 50% fällt, solltest du nicht unbedingt mit Puts im Markt sein. So, und was können wir da jetzt, oder was machen wir jetzt zum Beispiel bei uns? Ganz wichtig ist erstmal, dass ihr immer klärt, in welcher Marktphase sind wir jetzt. Wenn ihr eine Morgenroutine macht, wenn ihr grundsätzlich überhaupt, wenn ihr eure Märkte auswertet, also wenn ihr ein klares Bild davon habt, ist der Markt jetzt in einem Aufwärts- oder in einem Abwärtstrend, dann solltet ihr in einem Aufwärtstrend sehr, sehr vorsichtig mit dem Verkauf von Call-Optionen sein. Ich persönlich verkaufe in einem Aufwärtstrend überhaupt keine Call-Optionen. Also wenn der übergeordnete Markt nach oben geht, ne, das ist jetzt hier, was weiß ich, der S&P oder der Nasdaq, selbst wenn der Markt noch so hier ist, so wie wir ihn zurzeit haben. Aber wenn es also noch kein klarer Abwärtstrend ist, verkaufe ich keine Call-Optionen. Und zwar warum? Natürlich gibt es immer wieder Aktien, und das hat man jetzt hier bei Keuring auch gesehen, die in dieser Phase nach unten gehen. Ne? Also wenn jetzt der den Aktienchart angeschaut hat, der ging ja so hier nach unten. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich mache so eine ganz simple Sache, dass ich sage, ich gucke mir einfach an, wie ist der Moving Average, und immer wenn meine Aktie unter einem Moving Average ist, verkaufe ich Call-Optionen, dann hättest du ja auf die Einzelaktie betrachtet schon ein Setup vorliegen. Volatilität würde stimmen und so weiter, hat es übrigens bei Keuring nicht, wohl aber viel zu gering. Aber wenn es so hier nach unten geht, könntest du ja sagen, okay, ich mache das. So, warum ist das aber gefährlich in einem insgesamt übergeordneten Aufwärtstrend? Übernahmen, und wir haben ja gesehen, wann kommt sowas? Ne? Entweder Earnings, das haben wir ausgeschlossen, da bist du nicht dabei, oder durch Übernahmen. Und wann werden Übernahmen getätigt? Und Übernahmen werden immer in Bullenmärkten getätigt. Also ihr könnt das sehr schön nachvollziehen, dass alle großen Zusammenschlüsse, dass alle Übernahmen immer in einem Bullenmarkt passieren. Und zwar, das Ganze kommt so ein bisschen daher, dass natürlich die Unternehmen in einem Bullenmarkt viel Geld haben. Weil, was passiert? Wenn der Markt nach oben geht und die Aktien selber steigen auch, dann schwimmen die Firmen in Geld. Weil wenn es einer Firma gut geht, ne, also wenn der Aktienkurs steigt, dann ist es für die Firma sehr, sehr leicht, Geld zu akquirieren. Das heißt, die können Anleihen herausgeben, die werden mit Kreditlinien von den Banken versorgt. Und dann ist natürlich in so einer Bullenphase auch der sogenannte Investitionsdruck ziemlich groß. Das heißt, die Firmen schauen dann, wo könntest du was machen? Kann ich einen Konkurrent übernehmen? Kann ich eine kleine Firma zukaufen, um mich zu stärken und so weiter? Und deswegen hast du ganz einfach die Masse der Übernahmen, vor allen Dingen mit großen Aufschlägen, immer in Bullenmärkten. Ne? Wenn wir eine Phase haben wie 2008, wo die Märkte nach unten gehen, gibt es da auch Übernahmen? Ja. Aber da hast du natürlich nicht, dass einer sagt, ich zahle 80% mehr. Weil wenn alle Aktien fallen, dann kaufen die langsam unten die Firmen einfach, dann sammeln die Aktien unten ein, die wenigen, die noch selber übernehmen. Und die meisten Gesellschaften machen aber gar keine Übernahme in dieser Phase. Warum? Weil sie selbst erstmal mit anderen Dingen zu tun haben.
Weil wenn die Börsen alle fallen und deine eigene Aktie fällt, du bist ein CEO von einer Firma und deine eigene Aktie fällt, die ist schon 20, 30 Prozent, 40 gefallen, dann ist es relativ schwer, deinen Aktionären zu erklären, oh, wir übernehmen mal für so und so viel zig Milliarden, ich glaube, Keurig war eine Übernahme für 16 Milliarden oder für 32 Milliarden, für 32 Milliarden Dollar übernehmen wir jetzt mal schnell so eine andere Firma. Das erklärst du deinen Aktionären nicht, weil dann feuern die dich. Und deswegen werden sehr, sehr viele Übernahmen in Bullenmärkten gemacht. Und das ist natürlich immer die Gefahr, wenn du sagst, Bullenmarkt, einzelne Aktie fällt und jetzt bist du eine Firma, die sagt, naja, die Firma, warum fällt die denn in den Bullenmarkt? Weil sie irgendwelche Schwierigkeiten hat. Aber jetzt sagst du dir, naja, die hat zwar zurzeit Schwierigkeiten, aber grundsätzlich ist die gut, jetzt kaufen wir die mal. Ne? So, und dann hast du eben latent dieses Risiko, dass die einfach mal ein großes Gap nach oben macht. Dieses Risiko hast du in einem Bärenmarkt nicht, weil in einem Bärenmarkt kommt es einfach nicht so häufig zu solchen Übernahmen. Und ihr könnt das ja auch sehr schön nachvollziehen. Es gibt ja diese M&As, also Mergers and Acquisition, also Übernahmen und Zusammenschlüsse. Das Volumen steigt immer mit den Bullenmärkten an, bricht dann komplett zusammen in Bärenmärkten und fängt dann wieder, wenn unten der Boden ist, wieder langsam an anzusteigen. Und deswegen hast du einfach mehr Übernahmen in solchen Bullenmärkten und deswegen kannst du dich da relativ gut davor schützen, indem du einfach sagst, in einem übergeordneten Bullenmarkt, hier, mache ich keine Short Calls. Das ist der einfachste Weg, den du machen kannst. Ein zweiter Punkt, den du machen kannst, wenn du sagst, ah, ich habe ja jetzt aber eine Firma, da würde ich gerne einen Short Call machen, dann schau dir mal einfach an, was ist denn diese Firma wert? Wir haben jetzt gesehen in letzter Zeit, dass es zu immer größeren und teureren Kooperationen und Zusammenschlüssen kommt. Also kürzlich hat irgendeine, ich glaube InBev, diese Bierbraufirma, die hat eine andere Firma, glaube ich, für 100 Milliarden Dollar übernommen. Das hat es noch nie gegeben. Also das wird immer größer. Und jetzt ist aber natürlich so, wenn du jetzt hier eine Firma hast wie Keurig zum Beispiel, die 16 Milliarden Dollar vorher wert war oder unter 20, und das ist heutzutage, die kann übernommen werden. Ne? Wenn du dir jetzt Google anschaust oder Facebook oder Amazon oder eine Apple, die mehrere hundert Milliarden Dollar wert sind, da kommt jetzt keiner. Also es kommt jetzt keiner und sagt, ich kaufe mal Apple, weil wer soll das machen? Also wer soll jetzt kommen und soll sagen, ich kaufe Apple? So viel Geld hat gar niemand. Ne? Also niemand hat so viel Geld. Und deswegen hast du natürlich bei der dieses Gap-Risiko nach oben viel, viel weniger. Das heißt, wenn du jetzt einen Seitwärtsmarkt hättest und du würdest jetzt sehen, so eine Aktie wie Apple fängt an zu schwächeln, dann könntest du unter den Voraussetzungen vernünftige Volatilität und so weiter in der natürlich Calls verkaufen, weil du nicht befürchten musst, dass die plötzlich 50% mehr kostet, weil jetzt irgendeiner kommt und sagt, naja, die kostet 500 Milliarden und ich bin mal bereit, 750 Milliarden dafür zu bezahlen. Also das ist noch ausgeschlossen. Vielleicht kommt das irgendwann. Ne? Bei einer Firma, die 20 Milliarden kostet, die 10 Milliarden, 5 Milliarden kostet, ist es kein Problem, dass einer kommt und sagt, ich zahle das Doppelte. So. Und deswegen musst du da einfach ein bisschen darauf achten. Und dann sind Short Calls auch nicht gefährlich. Man muss bloß das Instrument richtig einsetzen. Zur richtigen Zeit, in der richtigen Aktie. Und man muss eben wissen, wie man damit umgeht. Aber grundsätzlich betrachtet sind Short Calls immer schlechter als Short Puts, weil du eben eigentlich das Risiko, was du damit eingehst, nämlich so ein Gap, nicht bezahlt bekommst. Beim Put bekommst du es immer bezahlt. Und wenn eben, wir hatten das ja schon das Beispiel, ne? Du hast ja den Aufwärtstrend, Aktie-Gap irgendwie nach unten oder Index-Gap nach unten. Was passiert mit der Volatilität? Die geht hoch, das heißt, du kannst super rollen, weil es eben weiter nach hinten geht. Und wenn du schon in einem Umfeld hoher Wohler verkauft hast, dann wird es insgesamt leichter, dann jede Position wieder einigermaßen ins Lot zu bekommen. Das wird dir mit einem Short Call nicht so gelingen. Es gibt sogar Strategien, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder beziehungsweise die genau dieses Risiko versuchen auszuschließen. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Jade Lizard. Und das ist ein Thema für eines der nächsten Videos. Da stellen wir mal wieder ein paar Strategien vor. Und da kommt das mit vor, Jade Lizard. Seht ihr dann im nächsten Video. Das war es erstmal heute hier zu dem Thema. Schreibt mir eure Erfahrungen mit dem Verkauf von Short Calls einfach mal in die Kommentare. Diskutiert über dieses Video bei uns in der Facebook-Gruppe. Die Optionshändler, teilt das Video und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, immer gute Trades und Servus, macht's gut, bye bye.